Das Warten hat ein Ende. Digimon Adventure erscheint endlich auf DVD in Deutschland. Dragon Ball Super soll 2016 im deutschen TV laufen und im japanischen TV startet demnächst die kommende Anime-Season. Der Dezember ist angebrochen und treue Ninotaku-Zuschauer wissen, was das bedeutet. Richtig, ich werde zusammen mit euch die kommende Anime-Winterseason beleuchten. Normalerweise würde ich das wie gewohnt über den kompletten Dezember aufteilen, jedoch wird das dieses Mal nicht möglich sein. Warum? Ich bin ab dem 14.12. zusammen mit Julius in Tokio, hab dort jede Menge zu tun und werde deswegen nicht dazu kommen, reguläre Ninotaku-Folgen zu produzieren. Aber lasst mich direkt eine Entwarnung nachreichen. Eine, wenn auch nur zweiteilige Season Preview wird es natürlich trotzdem geben und während meines Japan-Aufenthalts erwarten euch natürlich ebenfalls Videos hier bei Ninotaku TV. Genug davon, wir legen los. Los geht's mit der Anime Winter Season 2015 Preview. Unter den kommenden Anime-Serien tummeln sich auffallend viele Fortsetzungen. Akagami no Shirayuki Hime, Assassination Classroom, Durarara oder Gate, um nur einige Serien zu nennen, die mit einer neuen Season ins Rennen gehen. Ähnlich sieht es da bei den Filmen aus. Selector Infected Destructed We Cross, hier gerade im Bild Code Geass, Digimon, Persona und ja sogar Klassiker wie Last Exile erhalten einen neuen Filmableger. Wir werfen hingegen einen Blick auf völlig neue Titel, die uns zum Jahreswechsel erwarten. Beispielsweise auf Haruta and Chika. Dabei handelt es sich um die Anime-Umsetzung einer Mystery-Novel-Serie, die in Japan seit 2008 publiziert wird und bislang 4 Volumes zählt. Die namensgebenden Mädels sind Freunde seit dem Sandkasten, Mitglied in einem Musikclub und schon bald einem großen Mysterium auf der Spur, das diesen Winter aufgeklärt werden soll. Ich wechsle für unsere nächste Serie das Setting und serviere euch ein bisschen Fantasy-Kost. Haito Genzo no Grimga erzählt die Geschichte des jungen Haruhito, der urplötzlich in einer anderen Welt erwacht. Wie gelangte er hierher? Wo ist er überhaupt? Und vor allem, warum ist er hier? Fakt ist, dass er nicht der Einzige ist, dem diese Fragen durch den Kopf gehen, denn zusammen mit unserem Helden sind jede Menge andere Leute an diesem geheimnisvollen Ort gelandet. Eine Welt, die sich schon bald als Grimga herausstellt und aus der es gilt, schleunigst zu entkommen. Nach Novel und Manga folgt nun also die Anime-Variante, die vom Studio A1 Pictures produziert wurde und pünktlich zur diesjährigen Winterseason debütiert. Nächster Titel, nächste Anime-Adaption, nächstes Genre. Dimension W lässt sich dem Science-Fiction-Genre zuordnen. Die Serie ist im Jahr 2071 angesiedelt. Die Energieprobleme unseres Planeten haben sich offensichtlich gelöst. Der Grund dafür ist ein dimensionsübergreifendes elektrisches Feld, eine unerschöpfliche Energiequelle, die sogenannte Dimension W. Nicht weiter verwunderlich, dass dies so manch Interessenten mit üblen Absichten auf den Plan ruft. Unbegrenzte Energie, sehr verlockend. Der Debüt-Trailer, den ich euch hier gerade zeige, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und das nicht nur, weil der grimmig wirkende Protagonist Kiyoma frappierende Ähnlichkeit mit Samurai Champloo-Hauptfigur Mugen hat. Ohne Katana, dafür mit begehrten Energiespulen bewaffnet, startet Dimension W im Januar. Die Umsetzung der Light-Novel-Serie Undefeated Bahamut Chronicle schreit förmlich nach satter Action und Fanservice, zumindest wenn man sich an dem orientiert, was bislang zur Story bekannt ist. Im Mittelpunkt der Handlung steht der weißhaarige Knabe Lux, seines Zeichens ehemaliger Prinz des Königreichs Arcadia. Vor 5 Jahren wurde das Reich gestürzt. Das Treffen mit seiner Nachfolgerin, der neuen Prinzessin, verläuft, sagen wir, eher ungünstig, denn Lux verschlägt es versehentlich in den Badebereich ihrer Hoheit. Nun, und in einem Badebereich ist man eben meistens nackt. Das findet die Prinzessin gar nicht witzig und fordert unseren Held zu
einem Drag-Ride-Duell, ein Kampf mit antiken Mac-ähnlichen Waffensystemen. Es entwickelt sich eine Harem-Story, die an Serien wie Infinite Straighters erinnert. Mein Fall ist es nicht, jedoch gibt es mehr als genug Genre-Fans. Und auch hier treffen wir auf einen Prinz, zumindest verspricht das der Titel der Serie Prince of Stride Alternative. Mit gefallenen Reichen und Monarchien hat der Anime aber rein gar nichts am Hut, vielmehr dreht sich in der von Studio Madhouse produzierten Anime-Adaption der gleichnamigen Light Novel alles um die Sportart Stride. Darunter könnt ihr euch eine Art Staffellauf vorstellen, der jedoch nicht auf einem Sportplatz, sondern inmitten der Stadt abgehalten wird. Wie in vielen anderen Vertretern des Sportgenres beginnt auch Prince of Stride mit der Rekrutierung einer Mannschaft. Und die flitzt ab Januar durch das urbane Labyrinth der Winterseason. Von Japan wechseln wir nun zurück nach Deutschland. Von den TV-Bildschirmen wechseln wir auf die große Kinoleinwand. Stichwort Peppermint Anime Festival 2016. Der Münchner Publisher verkündete vor wenigen Tagen einen weiteren Neuzugang für seine Kinotour. Der Science-Fiction-Abendfüller Knights of Sidonia reiht sich in das Festivalprogramm ein. Die Anime-Serie debütierte 2014 im japanischen Fernsehen. Der Film feierte seine Premiere im Frühling dieses Jahres. Alle Infos zum Festival, zu den Preisen, Tourstops und dem übrigen Programm findet ihr auf peppermint-anime.de. Bereits letzte Woche berichtete ich ja darüber, dass es sehr gut mit einer deutschen Lizenzierung von Dragon Ball Super aussieht. Dass es so schnell geht, hätte ich jedoch nicht gedacht. Wie die Lizenzagentur Walt2 Consult auf ihrer Webseite mitteilte, wurde die Lizenz an Dragon Ball Super im Auftrag von Toei Animation an einen deutschen TV-Sender vergeben. Ausschließlich an einen TV-Sender soll heißen, die Rechte an einer Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray sind wohl noch zu haben. Zur Fernsehausstrahlung ist bislang nur bekannt, dass diese bereits nächstes Jahr beginnen soll. Um welchen Sender es sich handelt, ist unklar, wobei ich da so meine Vermutung habe. Von der TV-Landschaft zurück zum Home-Entertainment-Markt. Der deutsche Publisher Anime House hat sich die Rechte an der 2015er Serie Gate gesichert. Beziehungsweise an der 2015er und 2016er. Denn im Januar nächsten Jahres, also pünktlich zur Winterseason, startet die zweite Gate-Staffel im japanischen TV. Und die hat man gleich mit eingekauft. Die 24 Folgen werden hierzulande auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Wann sich das namensgebende Gate in eine andere Welt in Deutschland öffnet wird, ist noch nicht bekannt. Als Veröffentlichungsdatum wurde von Seiten des Publishers bislang nur 2016 angegeben. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja. Nun kommen wir zur News des Tages, für viele Digimon-Fans sogar zur News des Jahres. Ich freue mich riesig, dass ich euch heute exklusiv verkünden darf, dass sich der deutsche Anime-Publisher KSM die Rechte an sämtlichen Digimon-Serien gesichert hat. Sprich Digimon Adventure Staffel 1 und 2, Digimon Tamers, Digimon Frontiers und Digimon Savers. Vor allem die erste Staffel erfreut sich in Deutschland auch 15 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung auf RTL 2 extrem großer Beliebtheit. Was auch immer passiert. Der in Japan jüngst erschienene erste Film der sechsteiligen Digimon-Tri-Reihe sorgt derzeit für ein erneutes Aufflammen des Anime-Kults aus dem Jahr 1999. Schließlich handelt es sich dabei um eine Fortsetzung der Urserie. Wie die Aufteilung der insgesamt 253 Digimon-serienübergreifenden Episoden aussehen wird, ist noch unklar. Fakt ist jedoch, dass Digimon Adventure bereits 2016 veröffentlicht wird. In diesem Sinne, leb deinen Traum. Ich freue mich riesig. Ja.
erlaubt mir zum Schluss der heutigen News noch meine diesjährige Weihnachtsgewinnspiel-Mitmachaktion zu enthüllen. Ganz treue Ninotaku-Zuschauer, die mir auch auf Facebook folgen, haben davon sicherlich schon Wind bekommen. Figo-chan Cross Nino-san, so der Name des diesjährigen Christmas-Wettbewerbs, bei dem ihr Figuren im Wert von 1.500 Euro abstauben könnt. Ich freue mich ganz besonders, dass ich in diesem Jahr Figu-Jahr als Partner gewinnen konnte. Die lieben Kollegen, die sich auf japanische Figuren und Statuen spezialisiert haben, treten ja bereits als Partner meines YouTube-Kanals Toikyo auf und werden jetzt zu den Weihnachtselfen bei Ninotaku TV. Und so macht ihr mit. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und malt, zeichnet, bastelt, strickt, kocht oder backt, was das Zeug hält. Einzige Bedingung, in eurem Werk müssen das Figuya-Maskottchen Figu-chan und ich vertreten sein. Dann macht ihr einfach ein Foto von eurem Beitrag oder scannt es ein und postet es auf der Pinnwand meiner Facebook-Seite facebook.com/ninotakutv. Teilnahmeschluss ist der 4. Advent, also der 20.12.2015 um 24 Uhr. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich Gedichte, Geschichten, Lieder und Videos nicht mit einbeziehen kann. Mir ist es sehr wichtig, alle Einsendungen persönlich auszuwerten. Eben genannte Beiträge würden hier den zeitlichen Rahmen aber leider sprengen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich wähle auch in diesem Jahr ganz bewusst Facebook als Plattform. Die Pinnwand bietet sich ideal an, dass nicht nur ich, sondern sämtliche User die eingeschickten Werke bestaunen, kommentieren und liken können. Dem Erstplatzierten winkt ein Einkaufsgutschein für figuya.com im Wert von 500 Euro. Der Zweitplatzierte darf sich über einen Gutschein im Wert von 400 Euro freuen. Platz 3 wird mit einem 300 Euro Gutschein belohnt. Wer den vierten Platz belegt, darf sich etwas für 200 Euro aussuchen und der Teilnehmer, der auf dem fünften Platz landet, bekommt einen 100 Euro Gutschein. Alle Infos zum Nachlesen gibt's auf meiner Facebook-Seite. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei der Aktion und freue mich riesig auf alle eure Einsendungen. Es wird allmählich kälter draußen und Winter- und Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nutze diese Zeit des Jahres immer gerne dazu, ein neues Mammut-Rollenspiel in Angriff zu nehmen. Welch glückliche Fügung, dass mit Xenoblade Chronicles X ein solches in den Startlöchern steht. Und bei mir habt ihr die Gelegenheit, den Titel zu gewinnen. Ich verschenke diese schmucke Xenoblade Chronicles Collector's Edition samt Wii U-Konsole. Wenn ihr gewinnen möchtet, dann schreibt mir einfach eine Nachricht auf YouTube mit eurer Postadresse und zwar bis spätestens 4.12. 24 Uhr. Den Gewinner werde ich in der Videobeschreibung des nächsten Videos bekannt geben. Viel Erfolg und jetzt viel Spaß beim Highlight der Woche. July 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Und wenn ich euch den Titel schon so schmackhaft mache, lasst uns doch gleich noch einen ausführlicheren Blick darauf werfen. Bevor wir das tun, erlaubt mir jedoch noch kurz einen kleinen Rückblick ins Jahr 2010. Damals erschien nämlich mit Xenoblade Chronicles der direkte Vorgänger und reihte sich in die Liste der Xeno-Games ein, die bei mir persönlich noch immer von Xenogears angeführt wird. Aber auch der Wii-Ableger konnte mich überzeugen und ist meiner Meinung nach nicht nur das beste JRPG auf Nintendos Heimkonsole, sondern zählt zu den besten Genrevertretern überhaupt. Erst vor kurzem bekam das Rollenspiel übrigens eine New 3DS-Fassung spendiert. Eine schöne Gelegenheit, diesen Ausnahmetitel nachzuholen. Es sollte euch also nicht sonderlich verwundern, dass ich mich entsprechend auf den Wii U-Nachfolger Xenoblade Chronicles X gefreut habe. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, die Vorfreude war gerechtfertigt. Nintendo hat mir freundlicherweise bereits vor einigen Wochen eine Version zur Verfügung gestellt und ich hatte schon ausgiebig die Gelegenheit, mich in der Welt von Xenoblade Chronicles X auszutoben. Und damit dürftet ihr wahrlich eine ganze Weile beschäftigt sein, denn die Spielwelt ist gigantisch groß. Gleiches gilt auch für ihre Bewohner, denen ihr in den actiongeladenen Kämpfen zeigt, wo der Held das Monado hat. Kleiner Insider. Besonders Fans des Vorgängers werden mit dem XXL-Rollenspiel ruckzuck warm, kommt es doch erneut sehr traditionell daher. Ich habe auf jeden Fall einen extra langen Weihnachtsurlaub eingereicht, nur so zur Sicherheit. Xenoblade Chronicles X erscheint am 4. Dezember in Deutschland exklusiv für die Wii U.
So, und nun schnappt euch Zeichentablet, Stift, Block, Schere oder andere Bastelutensilien und kreiert euren Beitrag für die Weihnachtsaktion Figu-Chan Cross Nino-San. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, dann mit der letzten Nino-Taco-Folge 2015 und einem verfrühten Weihnachtsgeschenk. Jawohl, ich verschenke sämtliche Naruto Shippuden DVD-Boxen. Das klingt doch super. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gern einen Kommentar oder ein Däumchen da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Water!